So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Pokémon Go, beziehungsweise es ist wieder Zeit für Raid am Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch vorbereitet und am Ende gibt es auch wieder den Schocker der Woche. Ein kleiner Fehler ist mir unterlaufen und zwar habe ich beim letzten Mal gesagt, dass nicht in der Raid am Mittwoch Folge, aber ich habe gesagt, dass der Raid Mania Gewinner schon feststeht. Aber es ist ja heute noch Mittwoch im Mai, das heißt, der Juni steht ja noch gar nicht fest, fängt noch gar nicht neu an. Wir müssen die entscheidende Raid Mania heute Abend machen. Maxi Hip ist eigentlich Gewinner gewesen, hat das Maskottchen bestimmt. Aber heute kommt noch eine Folge, es geht nochmal um die Wurst. Wird er seinen Platz verteidigen, das Maskottchen behalten? Raid Mania heute 18 bis 19 Uhr. Ihr könnt mich einladen, wenn ihr unterwegs seid. Wir können leider nur noch 5 machen, aber trotzdem... Und die 5 machen wir weiterhin, bis wir vielleicht irgendwann wieder unendlich viele machen können. Der Yentik, hier rassner Yentik. Das ist das alles, worum es geht. So, Raid Mania ab 18 Uhr, ihr könnt mich einladen. Jetzt aber die Highlights der Woche. Angefangen hat die Woche hier beim NetGhost. Der hat uns ein Bild gezeigt, wenn du endlich deinen Meisterball hast, den Meisterball einsetzt, ein Pokémon fängst. Und das sich dann einfach verwandelt, weil es ein Ditto war. Aber Ditto... ist ja eh eigentlich nur in irgendwelchen sinnlosen Pokémon drin. Und wer würde zum Beispiel ein Natu mit einem Meisterball fangen? Niemand. Die Vorstellung trotzdem richtig lustig, deswegen hier dieses Meme-Bild verwendet und jetzt auch mit Meisterball. Benjamin zeigt uns Krypto-Lorblatt, auch geschafft, ohne Edelstein. Boss hatte Strauchler, der macht ja immer Duo-Raids bei Legendären, der macht Solo-Raids bei Dreiern. Jetzt auch Krypto-Dreier probiert, die meisten Leute sind dran gescheitert. Er hat es geschafft, Krypto-Lorblatt, ohne Edelsteine, ohne alles. Hat hier noch 42 Sekunden über gehabt, natürlich mit Feuer-Pokémon, wie ich das hier sehe. Zweites, nun auch Krypto Igelava im Solo geschafft. Dem Boss sein Schaufler hat sogar Wetterboost gehabt. Gleich Doppelauer mit wütenden, im wütenden Modus. So, hier hat er dann Mega Sumpex genommen plus andere Sumpex und hat noch 15 Sekunden über gehabt. Pago zeigt uns seinen Shiny Hunduster. Mit Benny bin ich Glücksfreund geworden, genau wie mit Faradjan. Auch Aufruf an alle Glücksfreunde da draußen, die sich noch nicht gemeldet haben. Meldet euch bitte jetzt in der neuen Season. Ab Donnerstag kann man täglich 2 Spezialtrades machen. Ich habe noch so viele Glücksfreunde, die schon seit Monaten lucky sind und sich einfach nicht melden. Meldet euch, damit wir tauschen können, damit wir wieder glücklich werden können. Mit denen habe ich schon Termine gemacht. Der Rest, macht bitte Termine, meldet euch bitte. Kuselinchen, 3 blaue Shinies diese Woche. Hunduster, Quapsel, nochmal Hunduster. Grüße gehen raus. Timo Rüger hier mit dem 100%igen Regigigas. 2483. Alexander Ahringer hat wieder mal Daniel Schilling gefunden. Und endlich ein Shiny Kecleon in Pokémon Go. Grüße gehen auch raus. Andy Vorbeck, 100% Rabauz Güstro. Würdet ihr das entwickeln? Würdet ihr das so lassen? 100 Babys sind so viel wert, sind so selten, würde ich niemals entwickeln. Er hat es aber gemacht und es ist ein Capoeira rausbekommen. Zu Capoeira entwickelt, weil den hatte ich noch nicht. Woher wusste er denn aber, dass es Capoeira wird? Konnte er ja eigentlich gar nicht wissen. Normalerweise müsste beim Vorschaubild bei der Entwicklung ein Fragezeichen dran stehen. Denn wenn der Angriffswert der höchste ist, dann wird es ja, glaube ich, Nocturne ist Verteidigung, weil Boxer verteidigen sicher, nehmen wir mal die Deckung hoch. Also wenn der Angriffswert das höchste ist, dann entwickelt sich so ein Rabauz ja zu Kikli, beim Verteidigungswert zu Nocturne und beim KP-Wert zu Capoeira. Wenn alle drei Werte gleich sind, es ist völlig random, zu was sich das entwickelt. Er hat es entwickelt zu Capoeira, weil das hat er noch nicht. Vielleicht hat er alle anderen zwei auch nicht und deswegen hat es trotzdem geklappt, egal was bei rausgekommen wäre. Außerdem Andy Vorbeck hier, Shiny Kryptogrammchef mitgenommen mit 0 Angriff und auch Hunduster, das war ja eh die Hunduster Spotlight Stunde. Jenner, Tag 1 hat sich schon mal gelohnt, 98er Krypto, Shiny Mewtwo und ein 100%iges Krypto, was sie eben erlöst hat, ein Krypto mit recht guten Werten zu einem 100er erlöst. Mary ist ein Dreifach-Raid. Mit 40 Minuten, 16 Minuten und 42 Minuten, da geht echt was ab. Also in letzter Zeit die Bugs wieder mal all mass. Shiny Ausbeute vom Wochenende, Tag 1, Alter 0 bis 1, Hunduster, Hunduster und 5-mal Mewtwo. Aber nicht hintereinander, denke ich mal. Aus der Heute-Forschung noch ein Shiny Shiggy mitgenommen. Paco, Glückwunsch, der zweite hier
Zapdos, genau. Ist ja egal, aus welcher Region das kommt, ein geiler Zapdos. Da ist sogar die Region dabei. Tobias Jan für Raider Mittwoch. Der war jetzt schon 10-mal Schocker der Woche hintereinander. Diesmal dachte er, bestimmt ist er auch wieder. Der hat nämlich an einem Tag sogar 200-prozentige sich erlösen können und zusätzlich noch ein komplettes 100% Krypto bekommen. Nicht eins mit guten IV, was man erlöst zu einem 100er, sondern 100% Krypto. Und das ist der Jackpot, das ist so brutal. Da rasten die Leute reihenweise aus. Aber ich habe bei mehreren im Fanchat gesehen, dass die auch sowas haben. Und schon haben die anderen im Fanchat gesagt, das hat ja gar keinen Wert mehr, wenn gefühlt das jetzt jeder hat. Nicht nur, dass er das eh schon in dem Fanchat gepostet und gezeigt hat und es ja eh schon jetzt jeder weiß, ist es ja keine Überraschung mehr und kein Schocker mehr. Dann haben das auch noch so viele andere gehabt, die haben das zwar nicht eingesendet, nur er. Aber ich habe was anderes gefunden, das werdet ihr am Ende sehen. Marco Felix hier mit dem Shiny Krypto Macholo und auch hier Shiny Krypto Mewtwo. Aluhut Shiny, Funfi, auch Mewtwo mitgenommen mit Wetterbrust in Shiny. Luigi Serrada, das Beste aus 8 Raids am Main, beim 2. Count und bei der Freundin auch das Shiny. Elias Lager, vielleicht ja was für Raider Mittwoch. 4 schillernde, legendäre an einem Tag. Ich weiß gar nicht, wie viel ich am Tag 1 hatte. 2? Ich glaube, ich hatte 2 aus 46 Raids. Wie viele Raids waren dazu nötig? Wie viele Raids hat er an dem einen Tag gemacht? Das würde mich noch interessieren. Hat hier auch schon eins hochgezogen mit 91 IV auf Level 50, so wie es ausschaut. Tiso auch erster Raid und direkt shiny gewesen. 4 Raids gemacht. Selal auch hier, Hunduster 2 Stück mitgenommen, ansonsten wieder Murksbilder, sowieso was, aber das habe ich ja wenigstens noch mit reingenommen. Netterking, sieht lustig aus, immer noch alles wunderbar, guckt euch Zwirklopp an und Ursaluna. Elke zeigt uns ihre Ausbeute vom Fünks C-Day, plus 100er Amarino, 100er Phoenixis, 100er Pikachu, Shiny Kabukime, Shiny Pantimimi, Shiny Nebula, darf eigentlich gar nicht rein, ist ein C-Day-Pokémon, haben wir schon ewig nicht gesehen, habe ich trotzdem mit reingenommen. Das beste Shiny überhaupt, Shiny Raupi und dann bei Kaisi der Erste, 100% Carpador, 100er Vonera gebrütet, 100er Phoenixis, konnte man ja bei beiden dann holen, 100er Carpador nochmal, scheint wahrscheinlich das zu sein von davor, und 21 Shiny, ne Alter, 21 und schillern? Steh ich nicht. Gut, Fünks Ausbeute ist auch da. Elke noch mit dem 100er Tarnweg 9 und Benjamin wieder mit seinen Raids. Krypto Mewtwo Raids zu 7 geschafft, ohne einen Edelstein zu benutzen. Der Boss hatte Psychoklinge Flammenwurf. 148 Sekunden übrig. Mewtwo zu 4. Zu 4. Ohne erlöste Edelsteine besiegt. Boss hatte Konfusion. Fokusstoß, 22 Sekunden über zu 4. Gibt Leute, die haben den sogar im Duo geschafft, aber halt mit Edelsteinen und allem drum und dran. Fandet ihr Mewtwo schwer? Fandet ihr das leicht? Schreibt es mal in die Kommentare. Dann auch Krypto Shiny mitgenommen, Benjamin. Dann ein relativ gutes Krypto Lavitar, was ich leider gelöscht habe und ihr es nicht mehr seht. Dafür aber dieses Shiny Lavitar aus dem 12er Ei gebrütet. Dann ein recht gutes Quiekel, was er auch zu einem 100er erlösen könnte, würde ich aber so lassen. Annika hat erlöst, und zwar ihr Shiny Krypto Sneebel, damit sein 100er Sneebel wird in Shiny. Ein Gespenst hat sie auch noch in 100% aus Hohenmölsen. Dann Daniela Pripizza, das ist doch die Gasperlkopfine. Shiny Flunkhiefer auch in Krypto, Cumulus ohne Worte, reitet auf dem Hund. Dann Kikli wird auch ein 100er werden, wenn man es erlöst, wenn. Braucht man eigentlich eh nicht, kann man eigentlich wegschmeißen oder erlösen, aber ja, keine Ahnung. Cumulus, Shiny, Krypto, zack, Cumulus, der kleine Account, Regigigas, Wetterbrust, Shiny, Cumulus, Mirapla, erlöst 100%, 100% Vulpix, erlöst, Libungel, Shiny, erlöst, nicht, nur Shiny, Lenzart, der kam unerwartet, ne? Jetzt hätte er sich in die Hose geschissen, das kam unerwartet. Huch,
Da kam ja viel mehr, ne? 23-21, hier nochmal Krypto Mewtwo und auch eins mit 13-13-13, was er erlöst hat zu einem 100er. Die Leute würden sagen, das ist so gut, erlöst doch bitte kein Krypto. Das ist so gut und viel besser als dann das 100er. Aber das 100er könnt ihr ja dann zur Mega-Entwicklung machen, das Krypto nicht. Und wer 20 Krypto-Rates gemacht hat, ist das egal, ob das 13-13-13 hat oder 12-12-12. Das ist so oder so krass stark. Da würde ich das 12-12-12er so lassen und das 13er erlösen. So, schnell. Skandalpara, auch Krypto Shiny Mewtwo, Kalito. Zwei Shiny Krypto Mewtwo, aber nicht hintereinander. Dazwischen kam einfach noch ein normales und das um 2.47 Uhr. Der hat ja Zeiten. Jan Lange, auch erlöst, 100er Mewtwo. Benji, Benje, Twistring, 100% von die Purba. Und Benji? Ich sehe nicht sonst immer Dennis. Shiny Piondragi. Achso, so schnell. Hä? Ich habe immer Dennis. Nee, ich habe nicht Dennis gelesen. Ich habe Benny gelesen. Benji. Ich glaube, ich habe immer Dennis gesagt. Ach, ich weiß es nicht, was ich habe. Auf jeden Fall Shiny Ponita, Shiny Smogon hier noch mitgenommen. Baloo, seine Shiny Fünfsausbeute. Ein Rigigigas Shiny mitgenommen. Nochmal Baloo hat im Feldforschungsdurchbruch einen Fanrate-Pass bekommen, da habe ich noch nie drauf geachtet. Dann sein 13, 15, 15er, könnte auch zu einem 100er machen, braucht er aber glaube ich nicht. Feuerwehrfrau zeigt uns ein Team Go Rocket Pikachu in Bös. Alidorn 100% Warblue, Shiny Taubsi in echt. Unschöne Grüße aus dem Urlaub für Raider Mittwoch von der Feuerwehrfrau mit diesem Raupi aus dem Ort Kroatien. Das waren jetzt alle Highlights der Woche und jetzt kommt natürlich noch der Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal von, haltet euch fest, Adi Schatz, alles Gute, das ist Baloo. Achso, wir müssen es mal so zeigen, das ist Baloo, der macht nicht gerne Mu, der hat hier 4 Shiny Krypto Mewtwo bekommen. Und dann sagt ihr, das ist ja nicht, ich habe 10 Stück bekommen in den 2 Tagen. Und dann sagen manche, ey, ich habe sogar 2 hintereinander bekommen, back to back. Aber Baloo hat hier back to back to back to back und das finde ich richtig krass. Und das haben die mitbekommen, die in der Raid-Gruppe beim Dortmunder Raid-Bus mitgemacht haben am Wochenende. Aber der Rest hat das nicht so auf dem Schirm gehabt, glaube ich. Deswegen möchte ich das nochmal hier zeigen. 10.30 Uhr, Shiny. Nächster Raid, 10.39 Uhr, Shiny. Kurz getauscht. 10.55 Uhr, ein Geschenk geöffnet. 11.04 Uhr, nächster Raid, Shiny. 11.10 Uhr, nächster Raid, Shiny. Back to back to back to back Shiny Krypto Mewtwo aus dem Raid und das ist schon wirklich krass, in 4 Raids 4 Shinies zu kriegen bei der Rade. Manche haben 70 Raids gebraucht, um das erste Shiny zu kriegen. Das also stark, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und heute Abend, denkt dran, da macht sich noch die Raid-Stunde mit Rigigigas nochmal. Und morgen gibt's wieder ein Community-Raid, aber dann halt mit Vesprit, was halt... Vesprit muss Hiji it, Vesprit muss mit. Das war's von meiner Seite aus. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.